Wo ist der Molotow? Hier oder im nächsten Raum? Ich glaube im nächsten. Wirklich hier Molotow geworfen, oder was? Nimm ihn in die Zange. Molotow ist unterwegs. Jemanden hat erwischt. Ich hab nicht mehr so viel Muni, fuck. Ich muss jetzt gezielter schießen. Muni ist immer gut. Tommy, pass auf! Arsch. War das wirklich damals so? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Johnny, runter! Komm, wir müssen hier weg! Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Lade nach! Hält sich aber nicht so gut, die Möhre hier. Vorsicht, Tom, die Straße schwimmt! Keine Sorge, ich hab's im Griff. Ich hab's im Griff, hab ich gesehen, mein Freund, da. Nicht, der das Rennen gewonnen hat. Da lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann's förmlich hinten aus dem Auspuff Tropfen sehen. Boah, ist das Auto, es gibt ja kaum Gummi, Mann. War das nicht die eine Mission? Ich glaube, das ist die, wo man hier so schön lustig drum her springt. Weiß es nicht mehr. Ja, war klar. Los, das kannst du besser. Ah, es hat überhaupt keine Lenkung, das blöde Auto. Würdet ihr mal jetzt langsamer fahren? Dämlicher Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Oh. Mach ihn alle, Tom. Nein. Nein, nein, warte. Bitte? Bitte, ich...
will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Ey. Lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Kapitel abgeschlossen. Gewöhn dich lieber dran. Ah, ich glaube, da kann sich keiner wirklich dran gewöhnen. Ah, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, nee. Ich könnte es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Egal, mach mal weiter. Nee, ich könnte mich nicht dran gewöhnen. Also, ich würde es auch nicht machen wollen. Ich hätte wahrscheinlich auch gezögert. Der Heilige und der Sünder, 1932. Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss? Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Kauf dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden?
Ja. Tom! Geht klar, Boss. Dann erledige das. Alter, Verwalter. Ernsthaft. Ein armes, unschuldiges Mädchen. Ja, es ist halt so eine. Wir treffen uns dort. Armes Mädchen. Erschießen. Oh Gott. Na dann. Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Leider. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Steig ein. Wir müssen reden. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Okay. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Gut so. Oh Mann, die Aufträge werden immer härter. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Ghilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? Ja, ich gebe mein Bestes, Mann. War schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Polly kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Man nennt das Lästern hinterm Rücken. immer wieder schön hier durch diese Straßen zu fahren. Vor 18 Jahren war ich hier auch schon. Boah, Schweinerei. Vor der Polizei. Wir sind da. This is the Behringer's Music Hour on WBDS. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. At Behringer's Sporting Goods, we carry everything you need to pursue a healthy body and mind. Remember, a regular exercise program will have you looking great and feeling fantastic.
Visit Behringer's Sporting Goods today. Whether for dinner, the opera, or the country club, Behringer's women's department has the perfect pair of shoes for the occasion. Find that special pair on your next visit to Behringer. Behringer's seven floors of luxury and value brings you an afternoon program of music via WBDS. Pay a visit to Behringer's and see what's new next time you're downtown. Dann räumen wir mal da ein bisschen auf, würde ich sagen. So. Ah, Freunde. Aussteigen. So. Servus, ich habe noch ein bisschen Lust auf. Ihr wisst schon. Hey, du benimmst dich da drin, okay? Ja, ist okay. Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich habe nur die Tür im Auge. Okay. Hallo, Hübscher. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich. Und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. Guten Tag, mein Freund. Sag, wenn du soweit bist. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Servus. Zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri. Ich kann die Kopf rufen. Ich habe einen Schreie. Puh. War doch um First Aid, oder? Ach, hier. Komm, nimm. Freund. Danke. Schöne Munition, kann ja auch nicht schaden. Such dir eine bessere Position. Los! Such du dir mal eine bessere Position. Echt? Hat's weh, du Arsch. Ich glaub, die war oben. Läuft einer mit der Schrotflinte rum, da steht ein vor ihm, ja, also. Nein! Da war noch mehr! Ah, ich bin zu rabiat rangegangen. Dann. Nochmal. Puh. Aber ich müsste mal aufs Klo. Oh, weia. Mein Bläschen, das drückt. Ah, egal, wir halten durch. Oder? Nee, ich mache eine kurze Pause und gehe mal aufs Klo. Bis gleich. So, da bin ich wieder.
Ah, Blessing. Miss Lea, neues Getränk steht neben mir. Weiter geht's. Nochmal. Ist nicht besser in der ersten Runde. Na komm. Schön. Bleiben wir mal schnell da. Nehmen uns hier die Waffe. Hol mal kurz ein bisschen Medic. Hierher. Ein bisschen Munication. Jawohl. Dann holen wir uns den Schlauberger. Haha! Hat's wehgetan, hä? Danke. So, dann gehen wir hier lang. Schauen wir mal, was hier noch so schönes war. Ich glaube hier nichts. Hey, ziehst du mich? Nachladen verschwendet voll die Munition. Hab's ja so eingestellt. Ja, hier. Okay. Hinten ist noch einer. So. Jetzt geht's da hoch, die Treppen, aber hinten ist Medic. Da sollten wir uns auch mal schnell holen. Ein bisschen Medic schadet nie. Okay, Lauf ist noch ein bisschen ungewöhnlich. Ah, okay. Ah, ich würde die Kugel eigentlich ungern verschwenden. Mir den Weg da versperrt, ne? Jetzt bist du erledigt. Hi, Schnecke. Schöner Kopfschuss. Ah, du Ratte. Einer ist noch da. Das ist hier. Musste ich's doch, du Sack. Bevor ich die jetzt aufnehme, kurz nachladen, um Muni zu kriegen hier. Pass auf, so. Nee. Shit. First Aid. Zwängen Sie mich nicht hier in die Schranken. Nicht schießen. Bist du Michelle? 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 Niemand?
hinten ist was. Jawohl, wieder schön gesammelt. Sie Diamanten hat. Ist auch keine Michelle. Wo ist denn die Alte? Die Musik ist auch sehr gut. Ja. War was. Nein, ja. Notiz lesen. Hotel Corleone. Erstklassige Zimmer, prächtige Einrichtung. Herzlich empfangen. Gute Gesellschaft. Telefon, Downtown, 17:02, um einen Termin zu vereinbaren. Michelle, Zimmer 208. Ah. Also Zimmer 208 ist unser, Freunde. Hi, sind wir zu Hause? Oh, Entschuldigung. Hey, was machst denn du? Tür eindreht macht immer Spaß. 208 ist dann also eins über uns. Okay. Ist hier noch irgendeiner? Ich gehe aber. Soll ich nochmal First Aid tun? Nein, komm. Wir gehen ohne First Aid. Kann man das tauschen? Nee. Will nicht tauschen. Die Muni haben wir schon aufgenommen. Lauf! Ich töte keine Unschuldigen. Nur böse Bubis. Da hinten. Es ist einer, so ein paar Gegner kommen. Das wäre ja zu einfach. Was ist hier? Muni. Müssen wir nachladen? Nee, möchte ich nicht. Und ist immer gut, danke. Hier sie. Raus! Verschwinde, verdammt! Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, er. Nun, der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt.